So, angekommen sind sie. Sprinterplatz in Krefeld.
Thank you.
Moin Sonja. Ja, der Platz füllt sich, würde ich sagen. Also in der Zwischenzeit sind dann wohl weit über 300 Fahrzeuge jetzt dazugekommen. Oder am Anfang waren es, glaube ich, nur so 100 bis 150, jetzt sind es wohl weit über 300. Man kann es gut erkennen, der Platz füllt sich. Und dabei ist nur die Hälfte des Platzes überhaupt frei, weil da steht ja noch ein Zirkus. Und die Schlange nimmt kein Ende. Nimmt kein Ende, die Schlange. Und es ist so schweinekalt. Es ist so schweinekalt. Die Befürchtung, dass ich hier gleich nicht mehr rauskomme mit dem Auto. Also langsam wird es voll. Ich stehe nämlich ungefähr genau irgendwo so 100 Meter hinter dem Wohnmobil da hinten. Das könnte eng werden. Thank you.
so tot. Man hätte sie so eingefroren. Boah, nee, es ist kalt, Mann. Das ist eine Weile. Jetzt habe ich auch keine Handschuhe mitgenommen, war selber schuld. Thank you.
genau, Andi, Krefeld.
Ja, Leute, ich sitze wieder im warmen Auto. Nach vorne hin bin ich zugeparkt, aber ist nicht so dramatisch, nach hinten in den Platz. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause machen. Die stehen hier immer noch. Finde ich ziemlich cool mit der GoPro da oben. Finde ich cool gelöst, muss man sagen. Ja, ist jetzt vorbei. Die fahren jetzt alle wieder und dann sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich hier raus bin, bevor die alle fahren, weil sonst gibt das noch Chaos. So, ich bin fast wieder zu Hause und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, schreibt was Nettes in die Kommentare, unterstützt die ganze Aktion, geht dann noch eine ganze Woche jetzt, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, vielleicht nicht mehr, aber trotzdem, ich hoffe, ihr habt unterstützt die regionale Landwirtschaft in eurem Raum, in eurer Ecke und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.